Ein freundliches Guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich zu Ruth, dem Rematch zwischen Whitesteel und mir. Hallo, Whitesteel. Ich glaube, das war gerade ein bisschen leise. Sag nochmal. Ja, hallo. Da sind wir wieder sozusagen in alter Manier und versuchen uns jetzt gegenseitig die Panzer einzuschlagen. Ja, Infanterie und Luftwaffe auch noch gemeinsam. Und Pack. Ja, einfach mal alles. Artillerie, egal. Artillerie, ne, ist gutes deutsches Wetter. Scheiße. Hatte ich schon beim letzten... Ah, nee, scheiße, das hat ich ja gar nicht aufgenommen, ist egal. Wir machen jedenfalls auf der Karte Blitz und mit zufälligen Nationen, um es halt fair zu gestalten. Genau, denn wir möchten uns gegenseitig wirklich eine Chance geben, denn wenn Mr. West Italiener nimmt, spiele ich wieder die Amerikaner und gewinne wieder, das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, Zufall zu nehmen. Also, naja, wieder gewinnen glaube ich nicht, ne? Ich hatte ja nur einen Fehler, habe ich nur gemacht, die Kaserne, den Flughafen statt die Kaserne. Also, ne? Na gut, von mir aus. Aber jetzt können wir unter Beweis stellen, was wir beide wirklich können. Richtig, okay. Naja, okay, sagen wir mal, ist okay. Ja, dann können wir jetzt, glaube ich, auch mal starten. Ich bin auch nicht warm trainiert und, naja, ist ja egal. Genug der Entschuldigungen, wer weiß, vielleicht gewinne ich doch. Bereit? Jo, bereit. Auch so. Naja, oh, jetzt sind wir Amerikaner gegen die Franzosen, haben jetzt also einen guten Vorteil gegen den Whitesteel. Denn das Franzosen, beginnt ja super. Die Franzosen sind halt natürlich eine sehr defensive Nation. Haha. Das Haha habe ich jetzt natürlich nicht gesagt oder beziehungsweise ihm gesendet. Würde ich ja niemals tun, so unfair wäre ich nicht. Komm, die Kaserne bringen wir nach da, das reicht. Da darf der auch alles sehen, das ist alles kein Problem, das ist mir egal. Jetzt gucken wir mal, wo dieser Truck hingeht. Also hier baut er irgendwas, also das könnte ich dann doch mal nach vorne setzen weiter. Um halt schneller Einheiten pumpen zu können, um hier was einzunehmen. Hier vorne baut er also anscheinend seine Gebäude hin. Da sind gerade zwei Trucks hingegangen, was bedeutet, dass der... Machen wir mal so. Dass er hier jetzt irgendwas haben will. Ich werde Willis bauen, um halt zu gucken, was der genau dort baut. Und ich hoffe, dass ich das schnell genug hinbekomme, bevor er halt zum finalen Push ansetzt. Eventuell hat er auch einen Maginot-Bunker gebaut, was ich aber eigentlich weniger glaube. Also meine Taktik besteht erstmal daraus, gucken. Was anderes bringt's noch nicht. Da einen hin. Ach, ich könnte auch mit Shift. Ach. Dahin. So, jetzt ist er richtig positioniert. Okay, leichte Einheiten bedeutet Infanterie. Er hat natürlich jetzt den Vorteil, dass er direkt Legionäre bauen kann und halt nicht darauf warten muss, was. Oh, Panzerbasis. Das bedeutet, ich gehe selber auf Wolverine. Und versuche jetzt ihn in... Er hat einen Aufklärer. Ja, hat einen Aufklärer. Bedeutet, meine Kaserne ist extrem scheiße positioniert. Sind das schwere Panzer? Jo, sind schwere Panzer. Ich glaube, meine Panzerstellung sollte eventuell jetzt doch nicht der Burner da sein. Wolverines. Eigentlich besser diese Panzer. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch eine Pack. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Setz hier mal ein bisschen auf Infanterie. Setz ein Blitz drauf. Er kommt mir auf jeden Fall zu nah. Der wird mir auf jeden Fall auch einen guten Schaden zusetzen. Und mal schauen, wie das daraus was wird. Ab nach vorne. Der Aufklärer ist auf jeden Fall wichtig, dass ich den ausschalte. Nein, ich komme da nicht hin. Ab wieder zurück. Ich werde auf jeden Fall die Panzerzerstörer benötigen. Er hat auf jeden Fall den Vorteil erlangt, dass ich nicht vernünftig produzieren kann. Er geht auf den... Nein, er baut jetzt ein Gebäude. Jetzt kommen erstmal die Jacksons ran. Er hat viel investiert und hat viel gewonnen, meiner Meinung. Also ich habe mehr verloren als er durch diese Aktion. Und das ist auf jeden Fall von Nachteil. War ein schöner Push. Hat zwei Panzerbasen gebaut. Okay, das war jetzt auch nicht so günstig, aber meine Jacksons sind jetzt auch nicht wirklich. Also, wir gucken jetzt mal ganz kurz rein, weil ich jetzt gerade mir nicht sicher bin.
Ah, da. 300 Meter, meine Jacks müssten 500, genau. Also sollte ich die locker snipen können. Ich werde jetzt auch auf Nachschubdepot wieder gehen, da das halt sonst das Spiel sehr schnell vorbei sein wird, da er mir einfach vorproduzieren kann. 1-2 hat er ja. Er baut sogar jetzt Flieger, die perfekte Konter gegen meine Einheiten. Also das Spiel ist so gut wie sogar verloren für mich. Leichte Bomber, okay, das ist doch nicht. Ich hatte jetzt eher auf Jagdflieger geschätzt. Jagdflieger wären das Problem gewesen gegen meine Jacksons. Erstmal jetzt, Panzeraufklärer komme ich nicht dran. Okay, weiter verfolgen. Mehr als hier gehe ich nicht nach vorne. Denn ich weiß ja, dass er... Scheiße, der hat jetzt natürlich das Tarnnetz hier drin. Da muss ich mal da machen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Also das, die Panzerbase, die ist extrem scheiße positioniert, meiner Meinung so. Jedenfalls für mich. Ich werde jetzt auch ein bisschen Infanterie einsetzen und die nach da schicken, denn wenn ich jetzt hier... Obwohl, der produziert nicht, ne? Ah, komm, mal vorne. Ein bisschen aggressiver spielen, glaube ich, weil wenn ich jetzt zu passiv spiele, wird er mich einfach überlaufen. Ich sehe es ja, ob der baut oder nicht. Im Moment baut er ja nichts. Eventuell komme ich auch in seine Base rein und mache dasselbe, was er mit mir gemacht hat. Leichte Bomber. Also eine List wäre... Oh, eine List habe ich. Gut. Der Pionier fährt zurück. Und weiter nach vorne. Weiter nach vorne, denn er will mich bomben. Alles klar. Zack. Wieder zugemacht. Und meine Gebäude sind noch weiter getarnt. Ich habe das nächste Gebäude auch erwischt. Eventuell kann ich ihn ja dazu bringen, dass er landet. Und... jetzt macht er natürlich meinen Aufklärer ausgeschaltet. Nicht schön. Ich sollte aber eigentlich nur einen haben da. So, die Infanterie wird jetzt meine Jacksons bekämpfen. Was mir jetzt auch einen übelsten Nachteil verschafft. Ich versuche jetzt hier auch vorzustürmen, aber der will nicht landen. Leider. Ich muss mal gucken, dass ich hier ein bisschen was aufklären kann. Die Aufklärung ab nach da. Infanterie kann ich hier nach vorne schicken. Und jetzt bräuchte ich auch Luftwaffe. Aber Luftwaffe bräuchte... Geld wäre eigentlich wichtiger. Bräuchte unbedingt Geld. Geld, 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 Geld. Okay, er versucht mich jetzt hier zu verfolgen. Ich muss leider einen anderen Weg einschlagen als den, den ich wollte. Aber sowas passiert. Zwei Jacksons nachbauen, um halt die Panzerinvasion da aufzuhalten. Boom. Zwei Jacksons sind jetzt wieder fertig und ab wieder nach vorne, um diese zu beschützen. Und hier werde ich jetzt natürlich die Panzerbase einnehmen. Panzeraufklärer ist gebaut worden. Ich werde jetzt nochmal zwei bauen ab nach vorne, da ich die jetzt nicht unbedingt verlieren will. Ich glaube, den Aufklärer werde ich verlieren. Genau. Aber so kann man zum Beispiel auch Wolverines bzw. Jacksons in Schach halten, wie er es hier tut. Einfach mit Infanterie verfolgen und nicht einfach warten, bis die wieder da sind. Hier mache ich jetzt wieder zu. Jetzt kommt ein Jagdbomber und das ist das, was ich meinte. Jetzt habe ich ein Riesenproblem. Die Jagdbomber werden dann jetzt meine Infanterie ausschalten. Jedoch bin ich Amerikaner und habe jetzt drüber nachgedacht. Ich werde jetzt lieber statt einer... Hier stark auf. Ah, bitte hat er mich nicht gesniped. Scheiße. Jetzt kann er in meine Base fahren. Wo ist Tarn?
Ah, das Tarnnetz hat er nicht. Wieso ist das Tarnnetz hier nicht mal. Ah, der hat hier was im Wald stehen. Und kann jetzt aufklären. Okay, das Spiel ist so gut wie verloren. Ich sehe es ein. Was kann ich dagegen tun? Was kann ich dagegen tun? Eigentlich kann ich nichts mehr dagegen tun. Er kann mir vorproduzieren, er hat da noch eine, der hat da noch was. Er hat mich halt in eine Position gedrängt, die ich absolut nicht mag. Ah, nein! Schön gemacht. Ja, war jetzt Glück. Nö, war gut gemacht, auf jeden Fall. Ich würde sagen GG, weil das Spiel werde ich so nicht mehr gewinnen können. Du produzierst mir vor, du hast mir Nachschub mir weggenommen, hast mir alles weggenommen. Das heißt, du gibst wirklich auf. Ich könnte jetzt natürlich bis zum Schluss kämpfen, aber die Frage ist, wie sinnig das ist. Das musst du einschätzen, das stimmt, ja. Was hat. Hat der nicht. Nee, der hat nur was gegen Panzer. Ob du jetzt aufgibst oder nicht, ich möchte auf jeden Fall sagen, es war sehr, sehr interessant. Naja, war halt leicht für dich. Naja, ich habe meine Naja, ich habe den Artillerie-Base jetzt Franzosen hinzugefügt. gespielt, so leicht war es nicht. Ich habe noch nie den Franzosen vorher gespielt, das muss ich auch erwähnen. Ja, aber du weißt halt, wie du gegen den spielst und dann weißt du auch die Stärken von und die Schwächen von dem. Aber du müsstest auch den Franzosen und den Amerikaner kennen, oder? Ja, ich habe halt scheiße gespielt. Anders kann ich nicht formulieren. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich sage ja, es war einiges an Glück dabei. Naja. Ganz ehrlich, ich habe die Franzosen noch nie gespielt. Da ist Glück dabei. Ich kann es nicht. Ich kann die Franzosen nicht, nicht? Das ist dein Ja, Ernst? aber so viel Glück ist das jetzt auch nicht dann. Wie gesagt, ah, genau. Ja, du hast mal den Nachschub genommen und das hat mir das Genick gebrochen. Hast du überhaupt nur zwei Depots eingenommen? Die zwei bei der Base? Ja, mehr konnte ich doch nicht. Weil es mir das erste wieder kaputt gemacht hat, habe ich wieder eingenommen. Dann konnte, ne, dann hast du mir das andere Ziel noch auf der rechten Seite kaputt gemacht mit deinem Aufklärer. Alles immer, wenn ich neu aufgebaut habe, hast du kaputt gemacht. Und den einen hast du sogar zwischendrin abgefangen. Ja, stimmt. Das hat hier leichte Infanterie, die kann ich aber noch bekämpfen. So ist es nicht. Ich bin ja in der Verteidigungsposition, also sollte das eventuell funktionieren. So, die kommt nacheinander, also kein Problem. Jedoch die Jagdbomber machen jetzt alles bei mir kaputt und es wird halt nicht mehr funktionieren. Gerade extrem ärgerlich. Dass ich aus dieser scheiß Position nicht mehr rauskomme. Es hatte schon vier Nachschubdepots. Und von der rechten Seite kommt er auch wieder. Mal gucken, ob ich in der Mitte durchdringen kann mit der Infanterie. Jetzt kommt er auch noch mit leichten Bombern an, muss also die zurückziehen. Hat die Kaserne ausgeschaltet, also das Panzerdepot. Jetzt werde ich hier platt gemacht. Dann kann er hier durchrücken. Ja. Also machen kann ich nichts mehr. Eventuell habe ich Glück, wenn er das einnehmen will, denn dann könnte, wenn er was am Bauen ist, kann ich das sofort vernichten.
Das ist nämlich nicht das Problem. Dann bleibe ich hier nämlich stehen. Ah, der Truck war falsch von mir. Ja, ich habe darauf spekuliert, dass du es gerade einnimmst. Fand ich schön. Hast du schön gemacht, ja. Da kommt die nächste das nächste Luftwaffengeschwader und wird ausgeschaltet. Ja! Haha, fick dich! Bitte im Kontenance, hier sterben Menschen. Oh! Es sind nur Franzosen. Und das willst du jetzt hochladen? Das ist doch nur ein Scherz. Das wissen die ganzen Zuschauer. Ich hoffe es zumindest, dass sie das wissen. Ich irgendwie auch. So, jetzt kriege ich keinen Nachschub mehr. Bin zwar nur 150 Punkte im Nachteil, aber ich glaube, ich gebe jetzt mal auf. Schön gespielt. Ja, GG würde ich sagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich wieder auf die Fresse bekommen habe, Leute. Und dann bedanke ich mich nochmal an den White Seal, der die Revanche überhaupt möglich gemacht hat. Dankeschön. Ich bedanke mich bei dir. Ja, jedenfalls bedanken uns gegenseitig und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao.